Ja, und mein Name ist Lyrico von Cool Bird Records. Mein Album kommt nach dem Sommer irgendwann. Der Sohn des Glücks, zieht euch das auf jeden Fall rein. Meine MySpace-Seite, ach, die sage ich jetzt nicht an, Alter, das ist irgendwie so klischee-mäßig. Geht da einfach ins Netz, googelt mich. Ja, peace out. Ja, ich bin Fritz Fresh von Jokers. Checkt unsere Free Download EP Schraubstollen. Müsst ihr einfach nur bei Google eintippen, schon findet ihr sie auf sämtlichen Internetseiten. Auch wenn ich es nicht sagen darf, sage ich es jetzt einfach: 31.05. Release Date, Probetraining. Checkt das ab. Kommt zur Release Party in Hombruch, da geht einiges ab. Woher kommt ihr? Aus Dortmund. Genauer aus Applerbeck, Uptown, Apple Beach. Ist der Shit. Und du? Ja, ich auch. Apple Beach. Alles klar. Und wie lange gibt es euch schon? Mich persönlich seit, ja, eigentlich so ungefähr seit 10 Jahren. Meine Crew seit 5 Jahren. Ja, ne? Alles klar. Und deine Crew? Ich mache jetzt Mucke. Mit meinem Partner, mit meinem ehemaligen, mache ich jetzt 4 Jahre Mucke. Und solo bin ich circa seit 2 Jahren. Ja. Und wie seid ihr auf Hip-Hop gekommen? Ja, also Hip-Hop umfasst ja mehreres. Ich bin zuerst zu Graffiti gekommen, das war so 97 oder so. Da war ich halt, keine Ahnung, auf unserer Schule gab es halt so ein paar Crews irgendwie und die haben immer überall hingetaggt an Bushaltestellen und so. Irgendwann haben wir dann auch eine Crew gegründet in unserer Klasse mit, weiß ich nicht was, wie vielen Jahren, 11 oder so. Und ja, also zur Rapmusik kam ich über meine großen Brüder, Schrottboykott, der Shit. Von denen war ich halt immer fasziniert. Ich durfte nie unten in den Keller rein, wenn die da waren. Und deswegen war ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, hat mich das so ein bisschen gereizt irgendwie. Und dann habe ich irgendwann selber einfach damit angefangen. So. Und wie bist du auf Hip-Hop gekommen? Ich habe schon früh durch meinen Bruder irgendwie mit Hip-Hop Kontakt gehabt, so. Der hat immer ganz viel Platten gehört und sowas. Irgendwann hat er mir Tapes gegeben und dann habe ich das ganz früh, irgendwann mit 12 oder so, hatte ich dann irgendwann Bock drauf. Und angefangen zu rappen habe ich mit 16. Mit 16 habe ich einfach gedacht, so, ja komm, nimmst du mal ein bisschen was auf. Fritz hat dann gesagt, komm doch mal bei uns ins Studio irgendwie. Und dann bin ich da hingegangen, habe da gerappt und seitdem bin ich am Start. Okay, und was fasziniert euch an Hip-Hop so? Ja, Faszination Hip-Hop. Also früher war das natürlich stärker mit der Faszination. Da haben mich immer diese, da hat mich am meisten Graffiti eigentlich geflasht. Eigentlich immer zu wissen, wer eigentlich hinter dem Graffiti-Namen jetzt steckt. So. Ich habe halt, irgendwann stand ich dann auf Gleis 3 und dann fuhr aus Paderborn ein Whole Train ein. Das war auch der einzige, den ich je live gesehen habe. Und das war halt der größte Flash für mich. Mich hat eigentlich immer nur Graffiti geflasht. Bei Rapmusik hat mich halt immer irgendwie tiefe Texte und geile Beats, so halt der Ruhrpott-Style, das hat mich geflasht, was ich halt von meinen Brüdern so an Platten gehört habe, so. Oder was weiß ich, Main Concept oder so aus München und so. Stieber Twins, Heidelberg, und das war der geile Shit, so. Also die Texte haben mich geflasht und vor allem die Beats. Ja. Das hat klar. Und ja, bei dir? Wie war die Frage nochmal? Ja, was fasziniert dich an Hip-Hop? An Hip-Hop? Ja, was mich früher fasziniert hat, also ich bin auf jeden Fall so ein Typ, der heute Hip-Hop immer noch fresh findet und auf jeden Fall immer noch an neuen Sachen irgendwie was Gutes sehen kann, so, weißt du? Und früher, das ist nicht mehr so wie früher, früher war das noch ein bisschen anders irgendwie. Eigentlich, was mich an Hip-Hop flasht, ist diese Zusammengehörigkeit, so. Vor allen Dingen bei uns in Applerbeck oder sowas, da wird Lokales so gefeiert und dann ist man einfach down miteinander irgendwie und jeder hat wenigstens ein bisschen Plan und, weißt du, so ein bisschen Crew-mäßig. Das ist für mich so ein bisschen Hip-Hop bei uns auf jeden Fall. Und was wollt ihr mit eurer Musik erreichen oder aussagen? Also für mich steht jetzt nicht irgendwie so Erfolg oder so im Vordergrund, wobei das natürlich auch wichtig ist. Man steht natürlich auf der Bühne, um Menschen natürlich zu erreichen und auch viel, viel mehr Menschen und Respekt und Fame zu kriegen. Aber eigentlich geht es darum, seine Message den Leuten rüberzubringen, das, was man halt zu Hause zusammendichtet, über die Beats rauszuschicken und dass die Leute sich das anhören, womöglich das Album kaufen und
ein bisschen was von der Message, die man halt rüberbringen möchte, verstehen lernen und halt auch aufnehmen kann. So, ne? Ja, und was willst du mit deiner Musik aussagen, erreichen oder halt sowas? Ja, ich lege halt nicht unbedingt Wert drauf auf die tiefgründigsten Texte. Das halt, ich denke, meine Musik muss ein bisschen plakativer gesehen werden. Weißt du, wenn das ein gutes Gefühl gibt, so die Mucke, irgendwie, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich irgendwie trotzdem gut rappe und sowas, aber wenn das ein gutes Gefühl gibt, der Song so irgendwie, dann finde ich das schon cool. Und ich möchte halt, wenn ich jetzt mir vornehme, ich möchte jetzt einen Track machen über Dortmund irgendwie, dann möchte ich auch, dass Leute irgendwie so Lokalpatriotismus fühlen, weißt du? Und das ist auf jeden Fall was mir so ein bisschen am Herzen liegt. Ist halt alles ein bisschen so äußerlich. Muss man ein bisschen. Was könnt ihr zur Geschichte von Hip-Hop sagen? In Deutschland, Dortmund? Zur Geschichte in Deutschland. Also mich hat eigentlich immer nur der Ruhrpott interessiert so. Halt hier 87, Too Strong. Dann war Dortmund auch noch Graffiti-Hauptstadt 96 so. In den 90ern war hier auf jeden Fall einiges los. Mittlerweile ist das nicht mehr so, das hat sich jetzt weiter verteilt, Berlin und so. Aber mit Graffiti auf Zügen und so hat das, glaube ich, hier und in Hannover irgendwie angefangen. Naja, und das merkt man halt auch, ne? Wenn man sich die Straßen hier anguckt, manchmal sieht man noch vielleicht ein Bild von, weiß ich nicht, 94 oder 92. Und da kann man sehen halt, wie lange das hier schon alles ist. Also, ja, Geschichte. Ist halt Geschichte. Ich war in Geschichte nie gut. Ist klar. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen? So zur Geschichte von Hip-Hop, Dortmund, Deutschland? Ja, also deutschlandmäßig. Es war früher halt alles sehr begrenzt, weißt du? Da konnte nicht jeder sich irgendwie einfach ein Mic ins Zimmer stellen. So. Konnte nicht jeder direkt rappen irgendwie auf irgendwelche Ami-Beats oder sowas. Das war halt alles so ein bisschen interner, ein bisschen abgegrenzter. Und deswegen war es damals vielleicht ein bisschen fresher. Heutzutage ist das alles so überfüllt, der ganze Markt. Jeder kleine Spacko denkt, wenn er einen MySpace-Account hat, ist auch Rapper so. Und das hat sich halt sehr geändert seit damals. Das gehört wahrscheinlich auch zur Hip-Hop-Geschichte. Und wo ich denke,